Ich grüße euch, ihr Lieben, zum Tagesorakel für den 4. September 2022. Ja, und wie immer mache ich am Sonntag eine Tierkarte, eine Tierbotschaft. Welches Krafttier begleitet uns die kommende Woche und welches Thema? Und da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich mische ja wie immer die Karten, schaue, ob eine springt, und wenn nicht, dann werde ich sie eine umdrehen von die oberste. Und ja, wie immer findet ihr alles unter dem Video, wo ihr mich erreichen könnt. Auch meine, ja, welche Karten ich verwendet habe. Und ja, auch meine Empfehlungen. So, dann schauen wir mal, welches Tier will sich uns zeigen? Na gut, dann drehe ich wieder die oberste Karte um. Dann schauen wir doch mal. Ach, das Glühwürmchen. Oh, ich weiß nicht, also ich kenne sie noch aus meiner Kinderzeit. Jetzt sieht man sie ja eigentlich nicht mehr. Also zumindest, ich habe lang keines mehr gesehen. Als Kind waren wir immer auf Urlaub, dort wo wir auf Urlaub waren. Und da waren immer ganz viele am Abend. Das war so schön. Das erinnert mich an Kindertage, vielleicht euch auch. Und es sind die magischen Momente für die kommende Woche angesagt. Wow, da bin ich aber gespannt. Vor allem auf eure Berichte, ja. Also berichtet es mir auch gerne in den Kommentaren. Das interessiert mich immer sehr. So. Mach voller Freude dein Herz weit für die Begegnungen mit anderen auf. Deine Herzenswärme, dein inneres Feuer ist es, was dich zum Strahlen bringt und andere in dein Leben zieht. Öffne dich für die magischen Momente des Lebens und damit für wunderbare Erfahrungen. Lass dein Licht leuchten, erlaube, dass es dich frei und glücklich macht. Gruß und Kuss von den Elfenwelten. Oh, das ist aber schön. Und die Affirmation, ich öffne mich für die magischen Momente in meinem Leben. Die Elfen zeigen mir die Wunder des Lebens. Zauberhafte Augenblicke bereichern jetzt mein Leben. Sie werden mehr und mehr stärker. Danke. Ach, das ist schön. Das freut mich so. Und ich hoffe es wirklich für uns alle. Ja. Jeden einzelnen von euch wünsche ich solche magischen Momente. Ich glaube, das können wir jetzt alle gut brauchen. Und ja, wie gesagt, berichtet es mir gerne. Ja, da bin ich gespannt, ob ihr das auch erleben dürft. Und dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag, eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Video. Alles Liebe. Tschüss, Baba.